Hallo und herzlich willkommen zu Übungsblatt 1 und zum Thema Zahlen in Java. Zahlen finden sich natürlich überall in jedem Java-Programm, so auch hier, auch auf dem Übungsblatt, zum Beispiel in dieser Vorübung und in dieser zusammenfassenden Vorübung. Zahlen in Java finden Sie schon recht früh in den Vorlesungsfolien zu FOP, schon im Kapitel 01b, hier ein erstes Beispiel. Sie sehen auf dieser Folie, gelb unterlegt, werden zwei Variablen vom Typ int definiert. Int vorne bedeutet, was jetzt kommt, die Variable mit den Namen Number of Rows bzw. Number of Columns sind vom Datentyp int, vom primitiven Datentyp int. Int ist abgekürzt für Englisch Integer oder Integral, bedeutet ganzzahlig, unter anderem bedeutet das ganzzahlig. Und ganzzahlig bedeutet 0, 1, minus 1, plus 2, minus 2, plus 3, minus 3 und so weiter und so fort. Natürlich nicht ins Unendliche hinein, wie die ganzen Zahlen in der Mathematik, denn auf einem endlich großen Computer können Sie nicht unendlich viele verschiedene Zahlen darstellen, das geht nicht, sondern nur in einem gewissen, recht großen Bereich. Über diese Bereiche werden wir uns noch später in diesem Video zu unterhalten haben. Hier halten wir erst einmal fest, was ganze Zahlen prinzipiell sind. Sie sehen, ich habe sprechende Namen gewählt, Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten, wird jetzt gleich noch wichtig sein, wenn wir die beiden Variablen in Aktion sehen. Sie sehen auch, rechts gleich 9, gleich 10. Ich habe diese beiden Variablen nicht nur definiert, sondern ich habe sie auch gleich initialisiert. Das muss nicht sein, man könnte auch einfach schreiben int number of rows, Semikolon. Dann ist diese Variable noch uninitialisiert, steht noch ein Zufallswert drin, darf noch gar nicht verwendet werden. Der Compiler meckert, wenn Sie eine Variable, der noch kein Wert zugewiesen ist, wenn Sie die verwenden. Aber es muss nicht innerhalb der Definition sein. Diese Zuweisung kann auch später stattfinden. So kann man sich das Ganze im Speicher vorstellen. Und hier ist auch die Unterscheidung wichtig zu dem, was wir bisher gesehen haben. Bisher haben wir das gesehen, was Sie hier in der ersten Zeile unten sehen. Wir richten eine Variable vom Typ Robert ein, dieses Rex hier. Und das ist aber eigentlich nur eine Referenz, nämlich Speicherplatz, um eine Adresse vom Speicher zu speichern. Und das eigentliche Objekt mit den Attributen wird mit NewRobot eingerichtet. Die Attributwerte werden hier mit den Zahlen und Werten in Klammern initialisiert und irgendwo anders separat von der Referenz von dieser Variablen Rex wird dann das Objekt eingerichtet. Diesen Teil dieses Gesamtbildes haben Sie schon gesehen, schon im allerersten Video. Und Sie sehen jetzt bei primitiven Datentypen wie int, hier mit Number of Rows, Number of Columns, sieht die Situation sehr viel einfacher aus. Deshalb vergessen wir jetzt erst einmal, bis auf Weiteres, wie kompliziert das bei Klassen und wir werden später sehen, auch bei anderen Referenztypen aussieht. Und konzentrieren uns auf die sehr viel einfachere Situation, wie es bei primitiven Datentypen wie int aussieht. Also, wenn der Compiler jetzt an diese zweite Zeile unten kommt, und die in ausführbaren Java Bytecode übersetzt, dann wird er in den ausführbaren Java Bytecode in die Übersetzung Ihres Quelltextes dann Code einsetzen, mit dem zunächst einmal eine solche Speicherstelle, ausreichend groß für den Datentyp int, irgendwo im Speicher angelegt wird. Wo es angelegt wird, wissen wir nicht, können wir nicht sehen, kann uns auch vollkommen egal sein. Und wo immer später dann Number of Rows vorkommt, wird er dann bei der Übersetzung Code anlegen, mit dem dafür gesorgt wird, Number of Rows wird, dass dann diese Speicherstelle angesprochen wird. Also wenn zum Beispiel später irgendwo Code vorkommt, wo Number of Rows gleich 11, also die 9 mit 11 überschrieben wird, dann wird er an dieser Stelle bei der Übersetzung Code einsetzen, mit der das Bitmuster 9, was jetzt noch drin steht, durch das Bitmuster 11 für die Zahl 11 überschrieben wird. Umgekehrt natürlich auch lesend. Wenn ich irgendwo lesend zugreife auf Number of Rows, nur den Wert herauslese, dann wird der Compiler entsprechend Code in die Übersetzung einsetzen, wo das aktuelle Bitmuster, was aktuell hier in dieser Speicherstelle gespeichert ist, dann ausliest.
Was es mit diesen Bitmustern jetzt genau auf sich hat, das brauchen wir an dieser Stelle noch nicht zu wissen. Das ist für unser erstes Verständnis hier, für die ersten Wochen und Monate der FOB noch unwichtig. Das werden wir dann in einem anderen Video zum Thema interne Zahldarstellung sehr viel später erst vertiefen. So, wenn wir jetzt zwei Variablen, Number of Rows, Number of Columns, definiert haben, dann können wir sie natürlich auch verwenden. Zum Beispiel so wie hier, wobei ich hier nochmal darauf hinweisen möchte, diese verkürzte Form mit Punkt, 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 vor und hinter, innerhalb der runden Klammern, ist jetzt nicht Java, können Sie nicht in Java schreiben, nicht in Ihren Quelltext hineinschreiben, sondern das ist nur unsere verkürzte Schreibweise hier auf den Folien, um den Code einigermaßen übersichtlich zu halten und Sie nicht durch irgendwelche Details abzulenken von dem, worum es hier eigentlich geht. Worum es geht, ist bei Vorschleifen zunächst einmal hier immer nur die eine Zahl, die aussagt, wie oft diese Schleife durchlaufen werden soll. Und da könnte man natürlich auch einfach die 9 und die 10 jeweils hineinschreiben. Number of Rows hätte man stattdessen einfach die 9 schreiben können, alternativ bei Number of Columns, bei diesen beiden Vorkommen, stattdessen alternativ die Zahl 10. Es ist aber aus zwei Gründen vorteilhaft, hier tatsächlich die Namen der Variablen einzusetzen, obwohl es eigentlich äquivalenter Code ist. Der erste Grund ist der, wenn wir uns später entscheiden, beispielsweise die Anzahl der Zeilen von 9 auf 11 zu erhöhen, nur so als Beispiel, dann brauchen wir nur in der Zeile, in der wir die Variable Number of Rows definiert und initialisiert haben, die 9 durch die 11 ersetzen, alles nochmal durchkompilieren und das ganze Programm funktioniert wieder wie vorher. Nur jetzt, dass überall, wo vorher die 9 Zeilen waren, jetzt 11 Zeilen sind. Die World hat jetzt 11 Zeilen und so weiter. So, das ist der eine Grund. Ja, stellen Sie sich vor, Sie müssten in einem riesigen Programm, wir reden ja eigentlich hier nicht über diese kleinen Mickey-Maus-Programme wie in der FOB, sondern das sind ja nur erste einfache Schritte auf dem Weg in ein späteres berufliches Leben, wo Sie mit großen Projekten mit Hunderttausenden oder Millionen Zeilen von Code in einem einzigen Projekt zu tun haben. Jetzt stellen Sie sich vor, Sie müssten jedes Vorkommen der Zahl 9 sich anschauen und entscheiden, ist das jetzt die Anzahl der Zeilen oder hat diese 9 hier eine völlig andere Bedeutung, die mit der Anzahl der Zeilen überhaupt nichts zu tun hat. Und dann, wenn es die Anzahl der Zeilen ist, dann wollen Sie die 9 durch die 11 ersetzen. Und wenn es nicht die Anzahl der Zeilen ist, wenn es die 9 an dieser Stelle eine völlig andere Bedeutung hat, dann müssen Sie sie da stehen lassen. Und wenn Sie auch nur einen einzigen Fehler gemacht haben, dann ist das Programm fehlerhaft und kann irgendwelchen Murks machen. Ja, das ist eine Situation, die Sie nicht wollen. Also immer Variablen einsetzen anstelle der eigentlichen Zahlen. Das ist immer noch der erste Grund gewesen. Der zweite Grund ist jetzt einfach der, wenn Sie hier mal draufschauen auf diese Folie, dann sehen Sie, wenn durch die sprechenden Namen, die hier gewählt worden sind, Anzahl der Zeilen, Anzahl der Spalten, wird sofort klar oder schon weitgehend klar, was hier passiert auf den ersten Blick. Die äußere Schleife geht durch Zeilen hindurch. Die inneren Schleifen gehen durch Spalten hindurch. Ja, wenn da stattdessen die 9 und die 10 stehen würden, dann müssten Sie erst einmal aus dem Gesamtquelltext erstmal versuchen zu verstehen, was bedeuten denn diese 9 und diese 10 und was machen eigentlich diese Schleifen überhaupt. Durch diese sprechenden Namen dieser Variablen wird das aber sofort klar. So, Zahlentypen sind natürlich eng verknüpft mit arithmetischen Operationen. Hier sehen Sie ein paar Beispiele, wo ich mir wieder die Freiheit genommen habe, diese arithmetischen Ausdrücke dann wieder als Anzahl der Durchläufe durch eine Schleife zu verwenden, als Beispiel hergenommen, wo man überall Ausdrücke anstelle eines Variablennamens oder auch anstelle einer einzelnen Zahl verwenden könnte. Hier zum Beispiel, also Sie werden jetzt sehen, dass die Logik in Java von arithmetischen Ausdrücken sehr stark angelehnt ist an die Logik, die Sie aus der Schulmathematik können. Nehmen wir dieses erste Beispiel her, 3 von links nach rechts, 3 minus 5 ist minus 2 plus 6 ist 4. Genau so, wie Sie es aus der Schulmathematik kennen, sieht es auch in Java aus.
Java hat auch wie die Schulmathematik Punkt-vor-Strich-Rechnung. Das heißt also, wenn Sie wollen, dass diese Addition vor der Multiplikation ausgeführt wird, dann müssen Sie entsprechend um die Addition herum eine Klammer setzen. Zu dieser Division hier ist etwas Wichtiges zu sagen, nämlich, wenn beide Operanden, die 7 und die 3 in diesem Beispiel, also der Dividend und der Divisor, wenn beide ganzzahlig sind, dann wird ganzzahlige Division mit Rest angewendet. Das heißt, das Ergebnis ist nicht 2, irgendwas, sondern das Ergebnis ist 2, die ganze Zahl 2. Warum? 3 geht 2 mal in die 7, das ergibt dann noch einen Rest 1. Das Ergebnis ist aber 2. Wenn Sie wirklich die, als Ergebnis die 2,3 irgendwas haben wollen, dann müssen Sie dafür sorgen, dass mindestens einer der beiden Operanden, der Dividend oder der Divisor, eine gebrochene Zahl. Zu gebrochenen Zahlen kommen wir aber dann später. Hier zum letzten Beispiel, da sehen Sie einen neuen Operator, den Sie wahrscheinlich in der Schule nicht kennengelernt haben. Modulo-Rechnung in Java, dargestellt durch das Prozentzeichen. Das ist der Rest bei der Division mit Rest. Also das, was hier oben die 1 war. Bei diesem Beispiel gehen wir dieses Beispiel hier unten durch. 15 minus 4 ist eingeklammert, also erstmal wird die 15 minus 4 zur 11 zusammengerechnet. 11 modulo 3. Die 11 geht, also die 3 passt 3 mal in die 11 hinein. Das sind dann 9. 3 mal 3 ist 9. Ergibt Rest 2. Das heißt, das Ergebnis dieses letzten Beispiels mit dem Modulo-Operator hier ist 2. Hier sehen Sie dann noch ein paar weitere Beispiele von verschiedenen komplexeren arithmetischen Ausdrücken. Nun, der erste Ausdruck hier in der ersten Zeile auf der rechten Seite der Zuweisung ist zwar komplex geformt, aber ist insofern noch relativ einfach, weil da auf der rechten Seite keine Variablen stehen, sondern nur wirklich feste, konstante Zahlen. So dass man also einfach durch scharfes Hingucken, durch Nachrechnen feststellen kann, was jetzt wohl als Wert dann nach dieser Zuweisung in der Variablen i stehen wird. Hier sehen Sie als nächstes einen arithmetischen Ausdruck mit einem Variablennamen, kommt sogar doppelt vor. Was da passiert ist, dass i ausgelesen wird, also der aktuelle Wert, der in i drin steht, nach dieser Zeile eben der Wert dieses Ausdrucks hier oben, der wird ausgelesen, wird mit sich selbst multipliziert, von 8 abgezogen und das Ergebnis wird dann in der Speicherstelle, die mit j assoziiert ist, gespeichert. In diesem kleinen Beispiel kann man sofort nachvollziehen, was dann in j stehen muss, weil man diesen Ausdruck ja nachrechnen kann und dann weiß man, welcher Wert in i steht. Und dann kann man i einfach einsetzen und weiß, was dann in j steht. Aber in größeren Programmen ist das nicht unbedingt immer gegeben. Da kann durchaus i einen unvorhersehbaren Wert haben und auch bei jedem Durchlauf durch das Programm kann es auch einen anderen Wert haben. Denken Sie beispielsweise an die Möglichkeit, dass Sie den Wert von i als Nutzer des Programms auf der Tastatur eingeben, dass Sie also einen Zahlenwert auf der Tastatur eingeben und das Programm speichert das, was Sie eingegeben haben, in der Variablen i, dann ist völlig unvorhersehbar, was der Wert von i ist und dementsprechend auch unvorhersehbar, was der Wert von j ist. Der Wert von k ist wieder sehr gut vorhersehbar, nämlich die negative Zahl 123, minus 123. Sie können hier einfach k gleich, Sie sehen jetzt hier, k wird überschrieben, der Wert von k wird mit einem neuen Wert überschrieben. Jetzt steht da also nicht mehr die minus 123, das Bitmuster in der Variablen k, sondern das Bitmuster von der positiven Zahl 123. Wir können bei positiven Zahlen, müssen aber nicht ein Plus zur Kennzeichnung davor schreiben. Hier sehen Sie noch ein etwas anders gelagertes Beispiel, nämlich das i auf der linken Seite, das findet sich auf der rechten Seite. Das heißt, das i wird hier genauso wie das j, diese beiden Werte werden herausgelesen aus ihren Speicherstellen. Auf der Basis wird dann der Wert des gesamten Ausdrucks auf der rechten Seite der Zuweisung berechnet und dieser Wert wird dann i wieder zugewiesen. Ja, also eine Situation, wo der aktuelle Wert von i verwendet wird, um einen neuen Wert für i zu berechnen. Das ist ein sehr häufiger Fall und weil dieser Fall so häufig ist, auch in sehr einfachen Situationen besonders häufig ist,
hat man bei der Entwicklung von Java und auch von einigen anderen Programmiersprachen die Entscheidung getroffen, in einfachen Situationen diesen sehr häufigen Fall dann auch noch zu unterstützen durch vereinfachte Notation. Hier haben Sie zum Beispiel so einen Fall, i soll überschrieben werden durch i plus 5, durch den bisherigen Wert von i und 5 drauf addiert. Man kann auch sagen, der Wert von i soll um 5 erhöht werden. Das ist ein sehr häufiger Fall, dass auf diese Art und Weise, auf so eine einfache Art und Weise, praktisch ein Wert aktualisiert wird, wenn man so will. Und dafür gibt es dann entsprechend in Java diese vereinfachte Schreibweise hier und analog mit den anderen arithmetischen Operatoren. Jetzt gibt es natürlich noch den speziellen Fall, dass i um 1 erhöht oder um 1 vermindert werden soll, genau um 1. Und dieser Fall ist aber sowas von häufig, dass man sich dann entschieden hat, dafür nochmal eine verkürzte Form anzubieten, nämlich i++ und i-. i++ erhöht den Wert von i um 1, i- vermindert den Wert von i um 1. Das sind jetzt die wichtigsten Operatoren für Zahlentypen, arithmetische Operatoren, Vergleichsoperatoren, zuweisungsbasierte Operatoren. Ja, hier haben wir diese Zuweisungen, zu denen werden wir später noch mehr sagen, warum wir die unter Operatoren hier subsumieren. Das ist alles, was wir hier in der FOP brauchen, um mit Zahlen umzugehen. Das ist auch in den meisten Informatikanwendungen, würde ich vermuten, ausreichend, um mit Zahlen umzugehen. Es gibt noch weitere Operatoren, dazu werden wir später kommen in im Video über interne Zahlendarstellung, Stichwort Bitlogik, aber das sind eher randständige Themen, die wir hier erst einmal überhaupt nicht brauchen und wie gesagt auch in der Informatik nicht unbedingt so weitgehend brauchen. Hier habe ich mir die Freiheit genommen, nochmal ein unsinniges, aber hoffentlich illustratives Beispiel in den Foliensatz aufzunehmen. Unsinnig in dem Sinne, dass nichts Sinnvolles durch diesen Codeausschnitt gemacht werden soll, sondern es dient rein der Illustration, um einen Eindruck zu gewinnen, wie das alles zusammenspielt. Wir haben jetzt Zahlen, ganze Zahlen immer noch an verschiedenen Stellen, mit Operatoren als arithmetische Ausdrücke und so weiter und so fort. Und das Ganze im Zusammenspiel mit Schleifen, If-Verzweigungen und so weiter. Einfach nur ein Eindruck davon, wie das dann im Allgemeinen aussieht. Jetzt kommen wir dann also zu den Zahlentypen selber. Zuerst zu den ganzzahligen Typen, deshalb sind die hier schon gelb unterlegt, und dann zu den gebrochenzahligen Typen. Also, das ist eine Übersicht über alle primitiven Datentypen, also über alle Datentypen, wo es nicht diese Konstruktionen gibt mit Referenz und eigentlichem Objekt, was mit new eingerichtet wird und so weiter und so fort, sondern wie int, wie wir das gesehen haben, dass der Name der Variablen tatsächlich dann der Name der Speicherstelle ist, wo der Wert gespeichert wird, keine Unterteilung zwischen Referenz und Objekt. Zwei Punkte fallen auf. Erstens, wir haben nicht nur einen Datentyp int für ganze Zahlen, sondern gleich vier, und genauso für gebrochene Zahlen haben wir zwei Datentypen und nicht nur einen. Und ein zweiter Punkt, der auffällt, ist, dass fast alle primitiven Datentypen sind Zahlentypen. Es gibt nur zwei weitere, wobei char tatsächlich auch durchaus bei den Zahlentypen mitspielt. Das sehen wir dann später. Diese beiden Datentypen, Boolean und char, gucken wir uns dann in anderen Videos an. Hier in diesem Video bleiben wir bei den Zahlentypen oben. Zuerst, wie gesagt, bei den ganzen Zahlen. Und jetzt ist erstmal die Frage, warum haben wir überhaupt nicht nur einen Datentyp für ganze Zahlen, sondern gleich vier? Das hat historische Gründe, aber hat durchaus an der einen oder anderen Stelle heute auch noch seine Funktion. Sie sehen erstmal hier gelb unterlegt den Unterschied zwischen den einzelnen vier Datentypen. Der Unterschied ist erst einmal die Anzahl der Bits, die verwendet werden, um einen Wert in diesem Datentyp jeweils darzustellen. Und daraus ist die Konsequenz, dass dann jeweils unterschiedlich große Bereiche der ganzen Zahlen dargestellt werden können. Also mit 8 Bits können wir nur 256, 2 hoch 8, verschiedene Zahlen darstellen,
Und ganz konkret durch den Datentyp Byte wird dieser Bereich von minus 128 bis plus 127 dargestellt. Warum das so komisch aussieht, warum dass der Bereich so asymmetrisch ist, dass der kleinste negative Wert und der größte positive Wert nicht betragsmäßig gleich sind, wie man es vielleicht erst denken würde, das sehen wir uns alles im Video zu interner Zahldarstellung an. Da wird es dann alles klar werden. Bei Short sehen Sie, mit 16-Bit kann man entsprechend mehr darstellen. Int ist der Typ, mit dem wir bisher umgegangen sind. Und das ist auch der Hauptdatentyp, mit dem man in Java und vergleichbaren Programmiersprachen typischerweise umgeht. Sie sehen, da kommt man schon ziemlich weit über die 2 Milliarden hinaus in beiden Richtungen, im positiven wie im negativen Bereich. Das reicht für eigentlich die meisten Dinge. Ja, wenn wir hier Roboter haben mit Spalten und Zeilen und Anzahl Münzen und so weiter, dann reicht das natürlich dicke. Und für die allermeisten Anwendungen würde ich mal ungeschützt behaupten, reicht das auch voll und ganz. Aber 2 Milliarden und ein bisschen was ist natürlich auch nicht alle Welt. 2 Milliarden reicht bei weitem nicht aus, um beispielsweise den Schuldenstand einer größeren Kommune in Deutschland in Euro auszudrücken. Also man kann bei weitem nicht alles im Datentyp Int darstellen. Und weil dem so ist, gibt es noch einen Datentyp Long. Und Sie können sehen hier, da bleibt eigentlich kein Wunsch mehr offen, wenn man sich anguckt, wo wir da landen. 1000 Millionen, Milliarden, Billionen, Billiarden, Trillionen. Habe ich hier angelsächsisch notiert, die Dreierkolonnen in einer ganzen Zahl, nicht wie im Deutschen mit einem Dezimalpunkt, nicht, Quatsch, nicht mit Dezimal, mit einem Punkt zu bezeichnen, sondern mit einem Komma wie im angelsächsischen Bereich. Das werden wir sehen, dass das notwendig ist, weil nämlich auch, werden wir gleich sehen, im angelsächsischen anstelle eines Dezimalkommas ein Dezimalpunkt steht und das würde nur zur Verwirrung führen. Also von vornherein Dreierkolonnen wie im angelsächsischen mit Kommas getrennt. So, wir müssen uns kurz über Literale unterhalten. Das sind wörtlich hingeschriebene Werte eines Datentyps. Diese drei Literale sind vom Typ Int. Das heißt also, die kann man problemlos in eine Invariable speichern. Und das Plus in der zweiten Zeile muss nicht sein, könnte stattdessen genauso gut oben die 123 ohne das Plus sein. Es gibt manche Bereiche, in denen möchte man das Plus, obwohl es nicht notwendig ist, doch hinschreiben. Denken Sie beispielsweise an Buchführung, wo dann alles, was haben ist, ein Plus bekommt und alles, was soll ist, dann ein Minus bekommt. Wenn wir jetzt ein kleines oder großes L hinten dran schreiben, wird aus dem Int-Literal ein Long-Literal, ein Literal vom Typ Long. Das ist nicht unbedingt sinnvoll bei der Zahl 123, die ist hier nur beispielhaft, aber bei Zahlenwerten, die nicht mehr in den Datentyp Int hineinpassen, wird man darauf ausweichen müssen. Ich empfehle, das große L und nicht das kleine L zu verwenden, denn das kleine L lässt sich leicht verwechseln mit der 1. Die beiden kleinen Datentypen für ganze Zahlen, Byte und Short, haben keine eigenen Literale, sondern wenn ein Int-Literal klein genug ist, um in den Datentyp reinzupassen, dann darf man auch ein Int-Literal zum Überschreiben einer Variablen vom Typ Byte oder Short hineinschreiben. Wir haben eben die Bereiche gesehen für diese vier verschiedenen ganzzahligen Datentypen. Die müssen wir nicht auswendig lernen, die müssen wir auch nicht irgendwo nachschlagen. Die brauchen uns überhaupt nicht weiter zu interessieren. Natürlich sollten wir im Hinterkopf behalten, von welcher Größenordnung wir da reden, dass wir also ab 2 Milliarden unruhig werden sollten, wenn wir den Datentyp Int verwenden. Aber mit den genauen Zahlen müssen wir nicht umgehen, denn die sind schon in vordefinierten, schon vorhandenen Konstanten, die Sie hier sehen. Da sind die drin gespeichert. Warum diese Konstanten so komisch aussehen mit einem Punkt und mit einem Unterstrich, das wird sich in späteren Videos dann klären.
Wir nehmen erstmal zur Kenntnis hier, dass die genau so aussehen, nicht nur für Integer, für Int-Werte, sondern entsprechend auch für die anderen drei ganzzahligen Typen. Denn ich hatte eben gesagt, unruhig werden, wenn wir mit dem Datentyp Int in die Nähe von den 2 Milliarden kommen. Denn die Frage ist ja, was passiert denn, wenn wir nun durch irgendwelche arithmetischen Operationen den Bereich unseres gewählten Datentyps überschreiten? Ja, hier ist ein kleines Beispiel. Ich nehme mir sogar MaxValue her, teile den durch 2 und multipliziere ihn mit 3. Das passt natürlich nicht mehr in den Datentyp Int hinein. Was passiert denn dann? Oder ein realistischer Fall wäre etwa, dass ich mehrere Zahlen habe, die schon im Milliardenbereich oder im höheren 100er-Millionen-Bereich sind. Und wenn ich ein paar von denen addiere, geht noch alles gut, aber irgendwann ist dann mal die 2 Milliarden und so viel die obere Grenze überschritten. Was passiert dann? Und die Antwort ist, zunächst einmal, der Compiler übersetzt so eine Zeile völlig schmerzlos, gibt da keinen Mucks. Und wenn Sie Ihren Programm laufen lassen, dann wird das Laufzeitsystem diesen Prozess auch nicht abbrechen mit einer Fehlermeldung, wie es bei anderen Fehlern ja passiert, sondern was hier wirklich passiert ist, dass da völlig schmerzlos ein Bitmuster reingesetzt wird in diese Variable n, die einfach nur Murks ist. Also ich kann mir keine Anwendung vorstellen, bei der dieses Bitmuster, was bei einem solchen Überlauf in der aufnehmenden Variablen dann stehen wird, dass die irgendeinen sinnvollen Wert hat. Also vermeiden, dass wir die Grenzen des gewählten Datentyps überschreiten. Wenn es sein muss, eben von int beispielsweise auf long wechseln, um auf der sicheren Seite zu sein. So, mehr wollen wir jetzt an dieser Stelle nicht über ganze Zahlen sagen. Jetzt kommen wir zu gebrochenen Zahlen. Auch hier 2 Datentypen, Float und Double. Ursprünglich, das ist noch lange vor der Erfindung von Java, bei Programmiersprachen wie der Sprache C, ursprünglich war es gedacht, Float als Standardtyp für gebrochene Zahlen zu haben und Double nur für besonders kitzlige numerische Berechnungen, bei denen es auf möglichst gute Genauigkeit der Rechnung, der numerische Genauigkeit ankommt. Das war vor dem Hintergrund damals, dass Speicherplatz teuer war. Heutzutage ist Speicherplatz vergleichsweise billig, um Größenordnung billiger geworden, sodass ich schon vor langer Zeit, schon vor Entwicklung der Sprache Java eigentlich herauskristallisiert hat, dass Double der Standardtyp ist. Und Float nur noch in speziellen Situationen, wo man wirklich auf Speicherplatz sehr genau aufpassen muss, wenn wir eine astronomisch große Anzahl von einzelnen gebrochenen Zahlen haben im Peter-Bereich, dann ist es auch heute noch sinnvoll oder vielleicht sogar notwendig zu schauen, ob man nicht doch lieber Float statt Double nimmt. Aber sonst für eigentlich so ziemlich alle Anwendungen, auch im numerischen Bereich, sollte Double als Standardwert genommen werden, weil er eine deutlich bessere Präzision hat. Das schauen wir uns jetzt genauer an. Hier sehen Sie nochmal die beiden Datentypen im Vergleich miteinander, Float und Double. Sie sehen erst einmal in der Zeile mit Bits, dass die beiden sich auch wieder in ihrer Anzahl von Bits, die für die Darstellung einer Zahl genutzt werden, unterscheiden. Wie das genau aussieht, wie diese 32 bzw. 64 Bits genutzt werden und wie daraus sich diese 4 Werte da unten ergeben, das werden wir uns alles im Video zur internen Zahldarstellung genauer anschauen. Hier reicht es nur, dass wir diese Werte einfach mal gesehen haben. Die müssen wir uns natürlich auch wieder nicht unbedingt merken. Einfach nur das grundlegende Verständnis. Sie sehen erstmal hier, dass der maximal darstellbare Wert im Positiven wie im Negativen hier bei Float schon ganz ordentlich groß ist, 10 hoch 38, das ist ja schon eine Hausnummer. Und bei Double dann keine Wünsche mehr offen lässt, 10 hoch 308, das ist ja weitaus größer als die Anzahl der Elementarteilchen, mutmaßlich in unserem Universum, oder was sonst so an astronomischen Vergleichsgrößen gerne hergenommen wird in solchen Fällen.
Ja, aber auch die 10 hoch 38 von Floyd, würde man sagen, ist eigentlich schon für so ziemlich alles ausreichend. Wo findet man denn schon mal in einer Informatikanwendung Zahlen, die größer als 10 hoch 38 sind? Der entscheidende Punkt jetzt aber ist die Genauigkeit. Die Genauigkeit von Floyd ist schon recht sehr ordentlich, aber für viele, viele Anwendungszwecke, denken Sie an Klimasimulationen etwa, schon ärgerlich wenig. Und Sie sehen jetzt hier erstmal im Vergleich der beiden Zahlen, dass da doch ein deutlicher Unterschied ist. Was bedeutet diese Genauigkeit jetzt? Gucken wir uns das bei Floyd an. Es gibt zwei Möglichkeiten, hier ein Verständnis zu gewinnen, was diese 1 zu 8 Millionen besagt. Eine Möglichkeit ist, nehmen Sie sich zwei Zahlen her, die in diesem Bereich 8,3 Millionen sind und sich nur um 1 unterscheiden, also x und x plus 1. Dann besagt die Genauigkeit, bis zu dieser Größenordnung 8,3 Millionen, werden x und x plus 1 noch sorgfältig voneinander unterschieden, sind tatsächlich zwei verschiedene Zahlen in der Zahldarstellung von Floyd. Das ist jetzt grob gesagt, so 100% würde ich das jetzt nicht unterschreiben, aber ungefähr kommt es hin. Die andere Möglichkeit, sich dem Verständnis zu nähern, ist, sich die Zahlen rund um die Zahl 1 anzuschauen. Und da besagt die Genauigkeit, wenn zwei Zahlen sich nur um ein 8,3 Millionstel und um mehr, mindestens ein 8,3 Millionstel unterscheiden, zwei Zahlen in der Größenordnung von 1, dann sind sie auch tatsächlich immer noch im Datentyp Floyd voneinander unterschieden. Ja, ab einer gewissen, wenn der Unterschied zwischen zwei Zahlen relativ zu ihrer Größe dieses Verhältnis 1 zu 8,3 Millionen, ja, wenn das ist, wenn es, wenn die Differenz von beiden im Verhältnis zu ihrer Größe dieses 1 zu 8,3 Millionen unterschreitet, dann gibt es keine Garantie mehr, dass diese beiden Zahlen tatsächlich im Datentyp Floyd durch unterschiedliche Zahldarstellungen unterscheidbar sind. Diese Ungenauigkeit hat große Probleme. Dazu gibt es einen ganzen Bereich. Die numerische Mathematik, ganz konkret Fehlerrechnung, Fehlerdämpfung und so weiter. Große Teile der numerischen Mathematik, wo es eben um solche Sachen wie Klimasimulation und ähnliches geht, solche Rechenprogramme, wenn man so will. Das Ganze leidet sehr stark unter diesen Ungenauigkeiten. Ich will das vielleicht an einem ganz einfachen Beispiel versuchen zu verdeutlichen. Nehmen Sie sich die Zahl 5 her. Davon nehmen Sie jetzt die Quadratwurzel. Sie wissen, dass 5, da 5 keine Quadratzahl ist, ist die Quadratwurzel von 5 eine irrationale Zahl, lässt sich nicht mit endlich vielen Bits darstellen. Das heißt also, die Darstellung in Floyd oder Double oder mit wie viel Bits auch immer ist nicht exakt. Spielt erstmal keine Rolle, weil der Unterschied ist so klein, ganz hinten in den Nachkommastellen, dass es eigentlich für die meisten Fälle überhaupt keine Rolle spielt. Aber jetzt gehen Sie einen Schritt weiter, nehmen diese Quadratwurzel von 5 und quadrieren die wieder. Das Ergebnis sollte mathematisch eigentlich 5 sein. Aber wegen dieser Ungenauigkeiten ist es das nicht, sondern ist ein klein wenig unterschieden von 5. Immer noch kein großes Problem, außer dass Sie eben Test auf Gleichheit 5 Quadratwurzel genommen, dann wieder quadriert. Können Sie nicht einfach mit Test auf Gleichheit testen, ob da wieder eine 5 rauskommt, sondern Sie werden irgendwie einen Test machen müssen, dass es ausreichend nah bei der 5 ist und dann akzeptieren Sie das Ergebnis als korrekt berechnet. Quadratwurzel von 5 wieder quadriert ergibt 5. Aber ansonsten ist das erstmal kein Problem. Das Problem ergibt sich dadurch, dass Sie so etwas wiederholt machen, dass sie wiederholt solche kritischen Berechnungen machen und sich der Fehler dadurch akkumuliert. So nennt man das. Das heißt also, nicht nur einmal Quadratwurzel nehmen von der 5 und das Ergebnis quadrieren, sondern dann weiter wieder Quadratwurzel von der 5 nehmen, nein, nicht von der 5, sondern von diesem Zwischenergebnis nehmen, dann wieder quadrieren. Dann werden Sie sehen, dass das Ergebnis wieder ein kleines bisschen weiter weggerückt ist von der 5 und wenn Sie dann wieder die Quadratwurzel von diesem nicht ganz korrekten Wert 5 nehmen und wieder quadrieren und das immer wieder machen, dann sehen Sie, dass schrittweise der Fehler immer größer wird. Nun wird man in echten numerischen Berechnungen bei etwa Klimasimulationen oder ähnlichem nicht
solche komischen Operationen machen, dass man immer wieder eine Operation macht, wie die Quadratwurzelberechnung und dann die Umkehroperation und wieder, aber man macht schon eine große Anzahl von Operationen auf den einzelnen Werten, die alle so ein bisschen kitzlig sind, wo genau dasselbe Problem wie in diesem einen künstlichen Beispiel auftritt, nämlich, dass sich die Fehler akkumulieren. Und wenn man das nur lange genug macht, kommt man zu der Situation, wo man sagen muss, der Fehler ist so groß, dass der Wert, der herausgekommen ist, nicht einfach ungenau, sondern schlicht falsch ist. Ein großes Problem bei numerischen Programmen aller Art und wie gesagt, eine Wissenschaft für sich, ist nicht Thema der Fort, wird hier auch nicht weiter vertieft, sondern das sehen Sie dann in Lehrveranstaltungen zur numerischen Mathematik. So, Literale von gebrochenen zahligen Typen sehen ein bisschen natürlich anders aus als bei ganzen Zahlen. Wenn Sie ein F hinten dran schreiben, ist es vom Typ Float. Wenn Sie nichts wie hier auf dieser Folie dran schreiben, ist es vom Typ Double. Da hat sich zu dem Moment, als das entwickelt worden ist, hat er sich schon durchgesetzt, dass Double und nicht Float der Standardtyp ist. Deshalb ohne einen Buchstaben hinten dran, Datentyp Double. Sie sehen hier nochmal, was ich schon gesagt hatte, der Dezimalpunkt. Java kommt ja wie eigentlich alle gängigen Programmiersprachen aus der angelsächsischen Welt. Und da ist es auch kein Wunder, dass dann die angelsächsische Notation für Zahlen verwendet wird. Punkt, wo wir ein Dezimalkomma setzen zwischen dem ganzzahligen Teil der Zahl und den Nachkommastellen. Also wir nennen sie im Deutschen dann Nachkommastellen, weil sie nach dem Komma kommen. Und Komma im Deutschen, Punkt im Deutschen, um Dreierkolonnen in der ganzen Zahl vor dem Dezimalkomma voneinander zu trennen. Genau umgekehrt im angelsächsischen Bereich. Sie sehen, wenn der ganzzahlige Anteil 0 ist, dann kann man ihn in der angelsächsischen Welt und so auch in gängigen Programmiersprachen wie Java auslassen und kann aber trotzdem das Vorzeichen davor schreiben. Hier rechts sehen Sie wissenschaftliche Notation. Das erste ist zu lesen als 1,2, im Deutschen halt Komma, nicht? 1,2 mal 10 hoch 34. Dementsprechend hier mit Vorzeichen zu verstehen, plus 1,2 mal 10 hoch minus 34, beziehungsweise minus 1,2 mal 10 hoch plus 34. So wie bei den ganzen Zahlen, bei den ganzzahligen Typen, gibt es auch bei den gebrochenen zahligen Typen diverse Konstanten. Muss man, wie Sie sehen, gibt es ein paar mehr. Hier muss man aber aufpassen, erstmal hier oben. Double.maxValue ist analog zu Integer.maxValue der größte darstellbare Wert in diesem Datentyp. Aber bei MinValue ergibt sich jetzt eine andere Bedeutung als bei ganzzahligen Typen. Bei ganzzahligen Typen steht da drin der kleinste negative darstellbare Wert. Das hatte seinen Grund darin, dass die Wertebereiche der ganzzahligen Datentypen nicht symmetrisch sind rund um die 0. Das heißt also, der kleinste darstellbare Wert ist nicht betragsmäßig gleich mit dem größten darstellbaren Wert. Das ist aber bei gebrochenzahligen Typen der Fall. Wir werden im Video zu interner Zahldarstellung sehen, woher das konkret kommt. Deshalb hat MinValue hier eine andere Bedeutung, die bei ganzzahligen Typen keine Rolle spielt, aber bei gebrochenzahligen Typen nämlich die kleinste positive darstellbare Zahl. Bei ganzzahligen Typen ist klar, was die kleinste positive darstellbare Zahl ist, nämlich die 1. Bei Double- und Float-Werten ist das nicht so ohne weiteres klar, das sind schon kompliziertere Zahlen. Und da ist es sinnvoll, wie bei anderen komplizierteren Zahlen, wie den Bereichen, eben dafür eine Konstante zu definieren. Wenn Sie eine positive Zahl durch 0 teilen, das ist eine Operation, wo Sie positiv unendlich als Konstante rausbekommen. Das ist dann eine Konstante, wenn Sie die mit irgendeiner anderen Double-Zahl vergleichen, dann ist diese Konstante natürlich immer größer. So sollte es auch sein. Und wenn Sie zum Beispiel plus unendlich darauf einen endlichen Double-Wert addieren oder davon subtrahieren, dann ist das Ergebnis auch wieder plus unendlich. Wenn Sie eine positive Zahl durch 0 teilen, kommt plus unendlich raus. Wenn Sie eine negative Zahl durch 0 teilen, kommt minus unendlich raus.
Und wenn Sie zum Beispiel eine der Operationen, bei der noch eine andere Konstante herauskommt, ist 0 durch 0 zu teilen. Ich habe hier explizit Division gebrochen zahlig. Sie erinnern sich, wir haben Division ganzzahlig, wenn der Dividend und der Divisor ganzzahlig sind. Wenn Sie bei ganzzahliger Division durch 0 teilen, dann bricht das Programm mit einer Fehlermeldung ab. Wenn Sie bei gebrochenen Zahlen 0, also eine Zahl ungleich 0 durch 0 teilen, dann kommt eben unendlich heraus. Wenn Sie 0 durch 0 teilen, kommt diese Konstante heraus. Das ist eine der Operationen, wo diese Konstante herauskommt. Das NaN steht abgekürzt für Not a Number, keine Zahl. Mehr dazu dann auch wieder im Video über interne Zahldarstellung. Wir müssen uns noch anschauen, was bei arithmetischen Operationen die Ergebnistypen jeweils sind, was die Ergebniswerte sind. Das haben wir ja soweit verstanden, aber wir müssen uns klar darüber sein, dass auch jeweils bestimmte Typen dabei herauskommen. Da ist jetzt die Addition auf der rechten Seite nur beispielhaft, die anderen arithmetischen Operationen, da ist alles völlig analog. Sie sehen auch hier nochmal den Datentyp Char, der eigentlich für Zeichen auf der Tastatur beispielsweise, gedacht ist. Aber diese Zeichen sind intern kodiert als Zahlen und es hat sich als zweckmäßig, lange vor der Entwicklung von Java, hat es sich als zweckmäßig herausgestellt, dass man mit solchen Zeichen bzw. deren internen Zahlendarstellung auch rechnen kann, sodass dieser primitive Datentyp Char tatsächlich auch bei arithmetischen Operationen dabei ist. Mehr dazu sehen Sie dann auch in einem anderen Video, wo es um Char und damit verbunden Strings geht. Hier nur der Vollständigkeit halber Char mit dabei. So, und dann sehen Sie, alles, was die ersten vier Typen hier umfasst, egal ob int dabei ist oder nicht, hat alles Ergebnistyp int. Das ist einfach so, damit muss man klarkommen. Wenn nur die ersten fünf Typen in dieser Aufzählung vorkommen, wenn also long mit long verknüpft wird, wie hier unten, oder mit einem der ersten vier Typen, dann ist der Ergebnistyp long. Wenn float mit sich selber oder mit einem der ersten 1, 2, 3, 4, 5 Typen verknüpft wird, dann ist der Ergebnistyp float. Und wenn double ins Spiel kommt, ist der Ergebnistyp automatisch double. Das ist natürlich wichtig, wenn Sie beispielsweise das Ergebnis einer Operation irgendwo in einer Variable wieder speichern wollen. Wenn Sie zum Beispiel ein Char und ein Byte addieren, dann ist das Ergebnistyp int. Das können Sie problemlos in eine Variable vom Typ int speichern, aber nicht so ohne weiteres in eine Variable vom Typ Char oder Byte. Aber auch dazu sehen Sie in anderen Videos mehr Informationen. Hier sehen Sie die Möglichkeiten, was man alles tun kann, einfach was an Typen, an Kombinationen auf der rechten und auf der linken Seite einer Zuweisung etwa möglich ist. Beispielsweise in ein Int können Sie ein Char reinspeichern oder ein Byte. Ja, das passt alles, weil Sie erinnern sich, dass die Datentypen hier wachsen. Byte, Short, Int, Long. Das heißt, der kleinere Datentyp kann problemlos rechts der Zuweisung sein, der größere Datentyp problemlos links, weil alle Werte, die in dem kleineren Datentyp darstellbar sind, zum Beispiel, was nehme ich mir hier her, i gleich b, alle Werte minus 128 bis plus 127, die in dem b drinstecken können, lassen sich auch in i in der Int-Variablen wieder repräsentieren, sodass das also eine völlig ungefährliche Operation sind. Das sind alles, was Sie hier sehen, völlig ungefährliche Operationen in diesem Sinne, dass Sie das problemlos bei der Ausführung des Programms, beispielsweise wieder i gleich b, der b-Wert implizit umgewandelt wird aus dem Datentyp Byte in den Datentyp Int und dann der Variablen i zugewiesen wird. Sie sehen hier drei Fälle, die rot unterlegt sind. Da stimmt es im Prinzip auch.
nur nicht ganz 100%ig, sondern nur 99, so und so viel prozentig. Es gibt sehr, sehr große Zahlen, nahe beim der maximalen darstellbaren Zahlen von Int, die nicht 100%ig exakt als ganze Zahl, sondern mit ein bisschen Abweichung in Float dargestellt werden. Genauso hier von Long nach Float und von Long nach Double. Das heißt also, diese Konversion von beispielsweise von Int nach Float, von Long nach Float dann und von Long nach Double, diese drei Konversionen sind nicht 100%ig sicher, sondern nur 99,9 so und so viel Prozent sicher. Es gibt einzelne Zahlen, aber die sehr selten vorkommen. Man wird sehr selten beispielsweise mit Int in die Nähe von 2 Milliarden kommen wollen, aus den Gründen, die wir schon hatten, weil es dann langsam kitzlig wird, ob nicht die nächste arithmetische Operation dann den Datentyp sprengt. Und aus diesen Gründen hat man sich entschieden zu sagen, okay, die sind genauso möglich, die sind genauso erlaubt, die gehen genauso durch den Compiler durch, ohne Meckereien, vielleicht mit einer Warnung, aber ohne Meckereien. Also es wird anstandslos in ausführbaren Java-Bytecode übersetzt, weil diese Fälle ja eigentlich fast nie vorkommen. Und selbst wenn eine so extrem große Zahl im Datentyp int nicht exakt in Float dargestellt wird, wird es in den meisten Fällen bei so großen Zahlen auch nicht den großen und nicht von großer Bedeutung sein. Also alles pragmatische Gründe, keine prinzipiellen, keine konzeptuellen Gründe. So, und hier ein paar Beispielen, die umgekehrte Version, alles was Sie eben nicht an Konversionen auf der letzten Folie gesehen haben, sind gefährliche Konversionen, sind deshalb nicht implizit hinschreibbar, sondern müssen Sie explizit hinschreiben. Rechts sehen Sie 5 Beispiele nur dafür. Wenn Sie beispielsweise sich sicher sind, ich nehme hier wieder dieses Beispiel b gleich i, wenn Sie sich sicher sind, dass der Wert, der in i steht, in dem Bereich von Byte, also von minus 128 bis plus 127 hineinpasst, dann spricht eigentlich nichts dagegen, dass Sie dann b gleich i setzen. Aber das ist natürlich trotzdem eine unsichere Sache, denn es kann durchaus sein, dass Sie falsch gedacht haben, dass in i in irgendeiner Situation, in irgendeinem Programmlauf vielleicht eine Zahl größer als plus 127 steht und dann kommt in b Murks raus, weil eine Zahl größer als 127 halt nicht in den Datentyp Byte hineinpasst. Also es kommt schon etwas heraus, es kommt schon ein Bitmuster heraus, aber dieses Bitmuster ist garantiert nicht das, was man wollte, sondern irgendetwas, was man als Murks ansieht. Und das ganze Programm weiter produziert dann höchstwahrscheinlich eh nur noch Murks. So, also eine zwiespältige Situation. Wir sind uns einerseits sicher vielleicht, dass diese Zuweisung klappen würde, aber man hat sich entschieden, bei der Entwicklung der Sprache Java zu sagen, okay, lieber Programmierer, du musst dem Compiler sagen, dass du weißt, was du tust. Und das sagst du dem Compiler, indem du den Zieltyp vorne hinschreibst. Nochmal als eine gewisse Warnung an den Programmierer, dass er nochmal überlegt, ob er wirklich weiß, was er tut. Hat noch den Nebeneffekt, dass man alle solchen gefährlichen Konversionen schnell durch Suche in der Datei findet. Einfach diese Typen jeweils in Klammern suchen. Dann wird man alle Stellen finden, die gefährliche Konversion und damit durch explizite Konversion darzustellen dann sind.